Und damit wieder willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Find, die Bonus-Level bei Lego und Indiana Jones Teil 2, die neuen Abenteuer. Ich befinde mich hier immer noch bei Jäger des verlorenen Schatzes. Und hierfür brauchst du auf jeden Fall ein Bazooka-Manny-Kicken. Ja, wie du den kriegst, unten in der Beschreibung steht eine Playlist, also ein Link zu einer Playlist. Da dann mal nachgucken nach Bonus-Level 31. Da zeige ich dir, wo du den denn kriegst. Wer müsste eigentlich hier dann irgendwie auftauchen? Gucken, wo er ist. Da oben ist er doch. Und hierfür brauchst du auch Jock, den ich gerade habe hier, Jock. Den kriegst du allerdings gleich zu Anfang, ne? Also ist vollkommen frei, den müsstest du sofort haben. Okay, und dann jetzt wieder nach unten. Dann nehme ich mal Flugzeug, dafür sind die Dinger ja da. Jock schafft das schon. Gebe ich mal Gas. Hier mal abgesprungen wie ein falscher Jäger. Auch wenn er nicht abklippen will. Ja, jetzt. Ja, wie gesagt, Job brauchst du dafür. Und ich glaube, Indie, aber die beiden hast du ja so oder so gleich zu Anfang. Es geht eigentlich nur um diesen Bazooka-Heini. Wenn man das hier nämlich kaputt machen kann. Mal kaputt hier. Ja. Und dann hast du die Möglichkeit, zum ersten Mal dir hier ein U-Boot klar zu machen. Guck mal, da kommt es doch schon. Wie geil ist das denn, oder? Ich hoffe, damit kann man auch rumschießen. So Torpedos und sowas, weißt du? U-Boot 26. U-26. Deutsches Modell. Sauber. Mitkommen. Hier, du kannst gar schießen. Wie geil ist das denn? So, okay. Mit dem muss ich jetzt, glaube ich, hier hin, oder? Genau. Und da dann einfach mal rein. Ups. Auch wenn es irgendwie nicht so wirklich gehen mag. Ja, siehst du mal. Und da habe ich automatisch dann Indy und Jock. Joke. Keine Ahnung. Zack, zack, zack. Platt gemacht. Hier mal rüber. Oh, kurz erstmal hier alles abchecken. Heile, Kollege. Ja, so wie es aussieht, muss ich da mit den Dingen hoch. Mit den Rädern. Aber das sollte kein Problem sein. So, die Dinger erstmal aktiviert und ich... Also ich habe ja jetzt den blauen Stein Unverwundbarkeit drin. Das heißt, sowas hier tut mir nicht mehr weh. Ja, aber ich denke, man sollte das erstmal deaktivieren. Weil sonst stirbst du ja immer. Und dann gucke ich mal, wo man die Dinger hier jetzt deaktivieren kann. Weißt du wie? Also die Strahlen hier erstmal deaktivieren. Ansonsten möchtest du das auch gerne so einfach haben, wie ich es habe. Unten in der Playlist nach Let's Find Blauer Stein. Unverwundbarkeit. Mal nachgucken, ne? Und dann geht das hier schon um einiges schneller. Mal auf da die Knarre. Na. So. Jetzt haben wir die offen. Ne, aber scheinbar kann man diese Teile da nicht deaktivieren. Ich wüsste jetzt nicht wie. Oder kommt man hier hoch? Ne, kommt man nicht. Wir kriegen beide erstmal so ein Ding jetzt hier. Schöne MP40. Tank, tank, tank. Und dann los geht's. Das Fahrrad ist ja auch ein bisschen gepanzert, ne? Also von daher. Oder warte mal. So, wie das mal ein bisschen deaktivieren hier, weil normalerweise dürfte der Strahl hier gar nicht. Naja, egal. Los, Indy, tritt rein da. Tag ist kurz. Mann. Und dann war es das auch schon wieder gewesen, ne? Also ich weiß nicht. Es gibt Bonus-Level, die sind recht einfach. Und es gibt Bonus-Level, die sind total schwer irgendwie. Also. Oder was heißt total schwer? Ist ja alles irgendwie machbar.
Genauso wie bei Warzone. Da gibt es ja auch welche, die sagen, jede Einzelmission ist machbar. Ja. Spiel mal selber, dann weißt du, was einfach ist. Dann weißt du, was machbar ist. So. Okay, hier muss jetzt einer drauf stehen bleiben, so wie es aussieht. Oder auch nicht. So, eingesammelt. Chopper Harley. Und zur Belohnung, was die größte Belohnung hier bei diesem Bonuslevel ist, ich habe ein U-Boot. Kann ich auch tauchen? Schießen kann ich, das kann ich. Nee, okay. Ja, alles klar, Leute. Das war auf jeden Fall das Bonuslevel 28, 38, glaube ich. Ja, doch, 38. Ich mache nochmal ein paar Schwimmübungen. Bis dahin wünsche ich dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.